Wenn man über intime Themen redet, wie weit darf man gehen? Salama radiallahu anha sagte, Inna Allah la yastahi min al-haqq. Allah subhanahu wa ta'ala, er schämt sich nicht vor der Wahrheit. Das ging darum, dass eine bestimmte Situation eingetreten ist und die Frauen auch in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nach zum Beispiel einem feuchten Traum gefragt haben. So. Aber was heißt das jetzt erstmal, dass nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah sich nicht vor der Wahrheit schämt? Das ist von der erwähnten Person. Aber wenn man eine Sache fragt, Achil Karim, um zu lernen, um zu wissen, wie man handeln soll, zum Beispiel eine Frau fragt etwas über die Menstruation, in erster Linie soll sie eine weibliche Lehrerin fragen, wenn sie hat. Wenn sie keine hat, dann fragt sie mit Anstand und mit Adab. Mit Anstand und mit Adab, um das zu erfahren. Weil es gibt auch Schwestern, ehrlich gesagt, sie sind sehr unverschämt. Einmal hat mich eine Schwester angerufen und sie hat mich 10 Minuten über alle Flüssigkeiten, ihr wisst schon, gefragt. Sagt man, ja, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er einer Frau erklärt hat, wie sie sich nach der Menstruation waschen soll, und er ihr dann auch erklärt hat, dass sie ein Stück Wattebausch nimmt und dieses auf ihr privates Geschlechtsteil tut, als diese Frau dann noch mehr gefragt hat, dann sagte er, Subhanallah. Schluss. Nicht übertreiben. Weil manche Leute nehmen die Überlieferung mit Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah schämt sich nicht vor der Wahrheit. Aber sie lassen den Hadith, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hier gefragt wurde, er hat gesehen, die Grenze wurde überschritten. Er sagte, Subhanallah, Aisha, geh und bring ihr das bei. Mafum? Und deswegen, man redet mit Anstand und mit Adab. Und man versucht, die besten Wörter zu benutzen, so gut wie möglich zu umschreiben. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya dhakiran ashab, kum mutaddiban.